Seid vorsichtig. Hier ist ein weiterer Geist. Nicht derjenige, der euch jagt, aber dennoch. Ihr seid also die Sterbliche, die gejagt wird. Und der Kleine da, ist das ein Appetithaben für mich? Nein, heute gibt es keine Häppchen. Auch recht. Der Dämon wird euch irgendwann erwischen. Und vielleicht bleiben ja ein paar Reste übrig. Ich glaube, er ist in Wahrheit ein Dämon. Nicht der, den ihr für eure Prüfung besiegen müsst, aber dennoch ein Dämon. Hinfort! Ihr habt sicher Besseres zu tun, als die Trägheit zu belästigen, Sterbliche. Ich bin eurer bereits überdrüssig. Ich bin ein Geist der Trägheit. Ein Wesen des Nichts. Nicht so wie ihr. Sterbliche sind hier lediglich Besucher. Dennoch erfüllt ihr euren Zweck. Wirklich lästig sind nur so Sterbliche wie ihr. Viele Sterbliche träumen. Sie kommen oft hierher. Aber ihr gehört nicht zu ihnen. Euch ist alles bewusst. Ihr habt Macht und Willenskraft. Manche Geister sind auf sowas ganz versessen. Ich würde so etwas auch mal gerne essen. Die Welt der Sterblichen durch eure Augen sehen. In eurer Form leben. Das wäre sicher interessant. Aber der Weg dahin ist mir viel zu mühsam. So nennt ihr Sterblichen das wohl. Aber nicht alle Dämonen sind Dämonen. Sorgen müsst ihr euch um den, der euch jagt. Ihr habt da einen hübschen Stab. Wozu braucht ihr mich? Benutzt die Waffe, die ihr euch verdient habt. Beweist Kühnheit. Er scheint mächtig zu sein. Er könnte euch vielleicht beibringen, so wie er zu werden. Wie ich? Einem Sterblichen beibringen, diese Form anzunehmen? Wozu? Die meisten Sterblichen hängen zu sehr an ihrer eigenen Form, um das zu lernen. Aber ihr, Kleiner, wärt sicher ein besserer Schüler. Ihr habt euch schon vor Jahren von der Menschenform gelöst. Aber warum? Bären sind groß und leicht zu sehen. Und ich könnte mich nur schlecht verstecken. Es stimmt. Ich bin in dieser Form ziemlich mächtig. Wenn ich es sein will. Ich freue mich über die Gelegenheit, solange es meine Entscheidung ist. Wie ihr ja wisst, finden die Magier im Turm schnell andere Freiwillige. Ich muss mich dem Dämon stellen. Ich möchte lernen, ein Bär zu sein. Trägheit. Wie schön. Aber Unterricht ist so anstrengend. Los, geht jetzt. Aber ihr sagtet... Ihr wollt meine Form erlernen, Kleiner. Dann habe ich eine Aufgabe für eure Freunde. Wenn sie 3 Rätsel löst, dann bringe ich es euch bei. Wenn nicht, fresse ich euch beide. Eure Entscheidung. Wirklich? Das verspricht ja immer besser zu werden. Hier mein erstes Rätsel. Ich habe Meere ohne Wasser, Küsten ohne Sand, Städte ohne Menschen, Berge ohne Land. Was bin ich? Richtig. Machen wir weiter. Das zweite Rätsel. Ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Was bin ich?
Ja, genau. Eine kluge Rede, ganz recht. Machen wir weiter? Oft erzähle ich eine Geschichte, berechne nie etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dennoch meist vergessen. Was bin ich? Das ist richtig. Ziemlich passend hier im Nichts, oder? Aber ihr habt meine Rätsel gelöst und für unterhaltsame Ablenkung gesorgt. Darum bringe ich euch meine Form bei. Hört genau zu. Oh, interessantes Gefühl. Es prickelt überall. Ich glaube, das gefällt mir. Ähnlich genug. Geht jetzt und besiegt euren Dämon. Oder was immer ihr sonst vorhabt. Euer sterblichen Geschwätz ermüdet mich zunehmend. Dort ist der Geist des Zorns. Endlich ist es soweit. Schon bald werde ich die Welt der Lebenden durch deine Augen sehen, Kreatur. Du wirst mein sein mit Körper und Seele. Oh, das werde ich. Diese Kreatur ist also dein Angebot aus. Ein weiteres Spielzeug, wie es unsere Vereinbarung vorsieht. Ich biete dir gar nichts an. Ich muss dir nicht mehr helfen. Oh, und das nach all diesen wundervollen Mahlzeiten, die wir geteilt haben? Hat die Maus plötzlich die Regeln geändert? Ich bin jetzt keine Maus mehr. Und bald muss ich mich auch nicht mehr verstecken. Ich muss keinen Handel mit dir eingehen. Wir werden sehen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es wirklich geschafft. Als ihr angekommen seid, hatte ich gehofft, dass es euch vielleicht gelingen würde. Aber ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass einer von euch würdig wäre. Ihr habt mich an euch glauben lassen. Ihr seid eine wahre Magierin. Eine der wenigen. Die anderen hatten nie wirklich eine Chance. Die Templer haben sie hereingelegt, damit sie scheitern. So wie sie es auch bei euch versucht haben. Ich bereue es, dass ich meinen Anteil daran hatte. Aber ihr habt mir gezeigt, dass es Hoffnung gibt. Man kann so viel mehr sein, als man glaubt. Ihr habt einen Dämon besiegt und eure Prüfung bestanden. Im Laufe der Zeit werdet ihr eine Meisterverzauberin werden, die ihresgleichen sucht. Und vielleicht liegt darin auch Hoffnung für jemanden, der so klein und vergessen ist wie ich. Falls ihr mir helfen wollt. Es könnte einen Weg für mich geben, von hier zu entkommen und draußen Fuß zu fassen. Ihr müsst mich einfach nur hineinlassen wollen. Zurück! Helft mir zurückzukehren! Sie haben mich getötet, oder etwa nicht? Ebenso wie alle anderen, die hier scheitern. Sie werden auch euch töten. Spürt ihr schon das Schwert an eurem Hals? Sie halten alle Magie für böse. Sie halten das Nichts für böse. Sobald man hier ist, wird man zu dem, was sie fürchten. Was? Ja, natürlich. Nun, zumindest glaube ich das. Genügt das denn nicht? Es sollte genügen. Zumindest euch. Vielleicht haben sie, was euch betrifft, recht. Einfaches Töten ist eine Aufgabe für einen Krieger. Die wahren Gefahren des Nichts sind Vorurteile, leichtfertiges Vertrauen, Stolz. Bleibt wachsam, Magierin. Wirkliche Prüfungen enden niemals. Seid ihr in Ordnung? Bitte, sagt doch etwas! Ich bin froh, dass es euch gut geht. Sie haben euch heute Morgen hier reingetragen. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ihr die ganze Nacht fort wart. Ich habe von Schülern gehört, die von der Läuterung nicht zurückgekommen sind. Ist die wirklich so gefährlich? Wie war's? Na, so viel zur Freundschaft. Ich lasse euch jetzt allein.
Und jetzt zieht ihr in die schönen Magierquartiere im oberen Stockwerk, während ich hier festsitze und nicht weiß, wann meine Läuterung sein wird. Das sagt ihr so leicht. Ich bin schon länger hier als ihr. Manchmal glaube ich, sie wollen mich gar nicht prüfen. Für die Besänftigten gibt es keine Läuterung. Man macht die Läuterung oder das Ritual der Besänftigung. Oder man stirbt. So sieht's aus. Vielleicht nicht, aber das Ritual der Besänftigung ist genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Ihr habt doch schon Besänftigte im Turm gesehen. So wie Owain, der den Lagerraum verwaltet. Er wirkt so kalt. Nein, nicht mal kalt. In ihm ist einfach gar nichts. Wie ein Toter, der herumläuft. Seine Stimme und sein Blick sind ohne Leben. Er ist jetzt ein Besänftigter. Ich weiß nicht, wie das genau geht, aber man wird irgendwie vom Nichts getrennt. Deine magischen Fähigkeiten werden entzogen, zusammen mit deinen Träumen und den Gefühlen. Schüler können um Besänftigung bitten, wenn sie Angst vor der Läuterung haben. Aber der Zirkel zwingt sie auch allen auf, die er für zu schwach hält. Und manchmal wird sie auch Schülern aufgezwungen, die der Zirkel als Magier für zu gefährlich hält. Ich sollte damit nicht eure Zeit vergeuden. Ich soll euch sagen, ihr sollt zu Irving kommen, sobald ihr aufwacht. Oben, in seinem Arbeitszimmer. Ihr lasst ihn besser nicht warten. Wir reden später weiter. Willkommen im Lager des Zirkels für magische Gegenstände. Mein Name ist Owain. Womit kann ich dienen? Ich habe mich dem Ritual der Besänftigung freiwillig unterzogen. Ich habe mich der Läuterung verweigert. Ich empfinde diesen Zustand als angenehm. Ich sehe die Welt ganz klar. Früher war mein Geist vernebelt von unangenehmen und brodelnden Gefühlen. Jetzt ist alles einfach. Mein Körper ähnelt dem euren. Er hat ebenso viele Gliedmaßen und innere Organe. Die Körperfunktionen sind dieselben. Mein Geist ist zu höheren Denkprozessen fähig. Wird mir verweigert, ein Individuum zu sein, nur weil ich nicht empfinde wie ihr? Auch Individuen haben verschieden starke Gefühle. Der eine ist emotionaler als der andere. Einige werden schnell wütend, andere nicht. Aber deshalb würdet ihr doch nicht sagen, dass einer kein Individuum mehr ist. Meine Fähigkeit zu empfinden ist anders als eure. Aber ihr seid auch anders als jeder andere. Ihr seid nicht mehr Individuum als andere. Und ich bin es nicht weniger. Einigen wir uns doch, dass wir unterschiedlicher Ansicht sind. Individualität ist nicht skalierbar. Wir sollten das Thema darum ruhen lassen. Das ist schwer zu beschreiben. Es ist ungefähr so, als würde man in ein Becken mit eiskaltem Wasser geworfen. Ich darf nicht darüber sprechen und ich kann mich den Wünschen des Zirkels nicht widersetzen. Also gut, lebt wohl.